Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Die Klimathematik ist in letzter Zeit überall präsent. Ja, auch wenn da manche eine große Hysterie an den Tag legen, für die Politik ist es kein neues Thema. Hier in Deutschland muss man aber feststellen, dass wir auf dem Weg zu den Zielen, zu denen wir uns verpflichtet haben, nicht ganz in der Spur sind. Und deswegen haben wir jetzt das Klimapaket auf den Weg gebracht. Das Klimathema bewegt tatsächlich viele Menschen. Für 80% ist das ein ganz wichtiges Thema. Und ich habe euch vor einiger Zeit in einer Umfrage auch gefragt, wie bedeutend das für euch ist und welche Punkte man da auf den Weg bringen soll. Ich habe viele Ideen bekommen, viele Maßnahmen, Bahnfahren günstiger machen, Flüge teurer machen, Anreize statt Verbote. Und diese Punkte sind tatsächlich dann auch aus dem CSU-Konzept ins Klimakonzept der Bundesregierung eingeflossen. Anreize statt Verbote, das ist genau das, was wir machen. Wir haben eine Vielzahl von Maßnahmen auf den Weg gebracht, wie zum Beispiel im Mobilitätsbereich die Förderung von alternativen Antrieben, Elektro, aber auch Wasserstoff. Wir haben die Mehrwertsteuer bei den Bahntickets gesenkt, somit wird Bahnfahren billiger. Wir haben etwas gegen die Dumpingpreise bei den Flügen gemacht. Wir wollen die ganz, ganz billigen Flüge etwas teurer machen. Wir fördern steuerlich die Sanierung, die energetische Sanierung von Gebäuden. Wir wollen unterstützen, dass alte Heizungen, alte Ölheizungen ausgetauscht werden. Und für unsere Region, glaube ich, ganz entscheidend, wir fördern massiv die Wiederaufforstung. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass man CO2 wieder aus der Atmosphäre entzieht. Vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Interesse an der Umfrage. Ich werde in Zukunft da auch zu weiteren Themen solche Umfragen aufsetzen und mich interessiert immer, was ihr von unserer Politik haltet. Jetzt ganz konkret auch nochmal zum Klimathema, aber auch zu vielen anderen Themen. Schreibt mir eine E-Mail, hinterlasst Kommentare auf Facebook, Instagram. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Vielen Dank.